Wie kann man in Google Maps Maße abnehmen? Man geht ganz einfach in Google, wählt eine Straße aus und klickt dann auf diese Karte. Man ist dann in der klassischen Kartenansicht, die man per Klick hier über die verschiedenen Ebenen, die zur Auswahl gestellt werden, dann auf die Satellitenkarte im Satellitenansicht angezeigt werden. Über das Mausrad kann man die Ansicht vergrößern und zentrieren. Geht dann an einen beliebigen Gebäudeeckpunkt und drückt die rechte Maustaste. Es erscheint das Kontextmenü von Google Maps und der letzte Punkt ist Entfernungen messen. Es wird ein erster Markierungspunkt gesetzt und hier unten erscheint auch eine Info. Klicke auf die Karte, um einen Pfad einzuzeichnen, den du abnehmen möchtest. Mit Klick auf die linke Maustaste wird die erste Länge gezogen. Man sieht hier 33,58 Meter. Das wird einem auch hier unten angezeigt. Man wählt den nächsten Gebäudepunkt und klickt wieder links und erscheint hier das kumulierte Gesamtmaß. Und so kann man sich durch das Gebäude durchklicken, um Maß für Maß abzunehmen, bis am Ende hier ein Gesamtmaß mit 121 Metern für die Gebäudelänge ersichtlich wird. Dieses Gesamtmaß kann man nun hier 121,05, 121,05 eintragen. Zusätzlich erforderlich ist aber natürlich die Anzahl der Vollgeschosse sowie die einzelne Geschosshöhe im Außenmaß.